Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine My-Beauty-Favoriten. Ich freue mich sehr auf das Video. Ich habe wirklich ein paar riesige Schätze mitgebracht. Dieses Mal auch Produkte, die ich noch nie gezeigt habe. Und ich lege gleich mit so einem Produkt los. Und das ist mehr so ein, ja, hat nicht wirklich was mit Beauty zu tun oder so. Aber es rettet mir so oft den Hintern, den allerwertesten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich mich ready mache und kleckere, irgendwo einen Fleck mache, einen Make-up-Fleck mache oder so, oder beim Essen unterwegs einen Fleck mache und mir denke, oh Gott, wie kriege ich das jetzt weg? Dann muss ich sagen, sind diese Tücher, die habe ich über meine Schwiegermama entdeckt, die hat sie nämlich immer dabei. Und sie hat mir diese Tücher empfohlen, die gibt es leider nur bei Müller. Ich hatte mich nämlich schon mal auf eine Suche begeben, auch bei Amazon oder irgendwo online konnte ich die nicht finden. Die gibt es bei Müller, das sind Blinkfleckenentfernungstücher. Erste-Hilfe-Formel, schnell und einfach, materialschonend, ideal für unterwegs. Und zwar macht ihr das hier auf und hier sind so einige Tütchen, einzeln verpackt. Ihr nehmt das, wenn ihr irgendwo einen Fleck habt, ihr nehmt das, das ist so ein bisschen durchfeuchtet mit Mittel und dann geht ihr drüber und es ist sofort weg. Ich weiß nicht, wie es geht, aber diese Dinger, diese Blinktücher kriegen alles weg. Und jetzt, wo wir so viel draußen unterwegs sind und Eis essen und trinken gehen und draußen immer so eine helle Sachen tragen, so wer kennt es nicht, sobald man was Weißes anhat, wird man auf jeden Fall kleckern. So ist es bei mir. Ich kleckere nie, aber wenn ich etwas Weißes trage, kleckere ich safe, safe. Ob beim Schminken, ob beim Essen, egal was. Und diese Tücher sind halt cool, weil ihr könnt zum Beispiel auch nur so eins, ne, so eins einfach in der Handtasche rumfliegen haben oder zwei einfach im Koffer rumfliegen haben. Die stören nicht, die nehmen keinen Platz weg, machen kein Gewicht, nichts, aber die sind so hilfreich. Und ich wollte euch das schon ganz, ganz lange zeigen. Ich habe mir gleich 5 Packungen gekauft beim Müller, weil wir haben in Wiesbaden, wir haben doch in Wiesbaden Müller. Oh Mann, ey, das ist so ungewohnt. Ich meine, den gibt es schon seit ein paar Jahren, aber wir hatten sehr lange keinen. Die müsst ihr unbedingt haben, Leute. Muss ich euch ganz dringend empfehlen. Dann ganz dringend vielleicht, weil ihr das auch schon seht, meine Lippen-Kombi, ein Lip Liner, den ich finally gefunden habe in Stockholm. Aber ich war so lange auf dem Hunt hinter diesem Lip Liner. Der ist von Pat McGrath Labs und das ist die Farbe Contour. Und ich habe diesen Lip Liner immer gesehen bei Kathleen Lights. Genau, sie hat gesagt, das ist der allerbeste Lip Liner, die tollste Farbe, die längste Haltbarkeit. Aber irgendwie konnte ich es in Deutschland nicht finden. Ich hoffe, dass es mittlerweile gibt oder der war ausverkauft oder so. Jedenfalls hatte er immer Schwierigkeiten. Das ist auch der Lip Liner, den ich heute trage. Ein sehr, sehr schöner nude-bräunlicher Ton, der toll konturiert. Der macht euch nie so eine braune Linie macht, aber sehr, sehr schön konturiert. Die Lippe umrahmt, sie voller aussehen lässt, ne, wenn ihr so leicht übermalt. Und was auf jeden Fall stimmt, der Lip Liner hält Ewigkeiten. Das ist der am längsten anhaltendste Lip Liner, den ich habe. Ihr wisst ja, ich habe lieber meinen Staring Roll von Catrice, den trage ich ja ständig. Der hält auch sehr, sehr lange, aber der hält noch länger. Sogar wenn ich was Glossiges darüber trage, hält er immer noch sehr, sehr lange. Und das finde ich sehr schön, weil selbst wenn der Lippenstift sich verabschiedet hat, vielleicht ich den aufgegessen, ausgetrunken habe, whatever. Aber wenn der Lip Liner noch ein bisschen da ist, finde ich, hat die Lippe trotzdem ein sehr schönes Finish. Und das ist ein ganz toller Lip Liner. Der ist natürlich schweineteuer. Schweineteuer, richtig krass. Der teuerste Lip Liner, den ich habe. Aber ich habe auch am meisten von ihm. Ich muss ihn nicht 5-mal nachtragen. Er hält lange. Und ja, deswegen wollte ich euch den unbedingt zeigen. Und der Gloss, 100% muss das ein Gloss sein, oder? Auf meinen Lippen. Den ich trage, ist von Tarte. Und dem Produkt war ich auch sehr, sehr lange hinterher. Das habe ich auch in Stockholm gekauft. Und zwar ist das von Tarte, der Maracuja Juicy Lip. Und das ist die Farbe Hibiskus, die ich trage. Das schaut aus wie ein Gloss. Leute, ich weiß nicht, wie das möglich ist. Es gibt auch so ein ähnliches Produkt von Hourglass. Da bin ich auch so einer bestimmten Farbe Ewigkeiten hinterher, aber sie ist immer ausverkauft. Das ist so ähnlich. Das schaut so aus. Man drückt hier auf den Knopf und da kommt hier das Produkt raus. Aber es kommt raus wie so ein ganz normaler Lippenstift. Sobald ihr das an die Lippen bringt, schmilzt es dahin und es ist einfach, es ist so unglaublich weich, schmelzend. Guckt euch mal das Finish an. Ist es überhaupt möglich?
Also das sieht doch aus wie der glossigste Gloss, den es gibt. Wunderschönes Finish, wunderschöne Optik. Ich wünschte, ich hätte mir den noch in heller gekauft. Das ist so ein rötlicher Ton. Den hatte ich übrigens drauf, genau die Kombi hatte ich drauf in Cannes, als ich dieses Blümchenkleid anhatte und diesen beigen an Outfit mit den welligen Haaren. Das war die Lippenkombi, die ich getragen habe und es war mega schön. Mega, mega schön. Ich kann euch diese, also falls ihr an diese Tarte-Lip-Dinger kommt, es ist einfach ein Traum. Natürlich nicht, wenn man die Haare offen trägt, ne, dann hat man alles mal hier versammelt. Aber wenn ihr so eine sleeke Frisur habt, ne, jetzt im Sommer, einfach eine mega schöne Sonnenbrille, Leinen, Klamöttchen. Und dann habt ihr einfach diesen Gloss, ne? Nichts klebt an, die Lippen glänzen, sehen voll ausgepflegt. Wow, ich habe sogar zu einem Lippenstift schon ein ganzes Outfit im Kopf. Wie ist das möglich? Also, meine Lieblingskombi aus dem Monat auf jeden Fall, das kann ich euch sagen, schaut wundervoll aus. Dann Bodylotion, werde ich auch sehr oft gefragt. Welche Bodylotion aus der Drogerie kann ich empfehlen? Diese hier. Auf jeden Fall schon zweimal aufgebraucht. Mixer, hochverträglich, Panthenol, Comfort, Body Balsam, 10% pflanzliches Glycerin, sofort beruhigte Haut für sehr empfindliche Haut. Ich mag diese Bodylotion sehr. Die ist schon noch ein bisschen hier übrig, schon auch was aufgebracht. Ich mag sie sehr, weil sie eine tolle Konsistenz hat, lässt sich sehr schön verblenden, also verteilen auf der Haut. Kennt ihr diese Bodylotions, die einfach zu dick sind und man muss Ewigkeiten reiben, bis es mal einzieht? Hier ist es ganz das Gegenteil, lässt sich sehr schnell verteilen, zieht sehr schnell ein, ihr könnt euch sofort anziehen, es klebt nichts, die Haut ist sehr schön gepflegt, das habe ich auch heute verwendet. Sie ist auch nicht so überkrass glowy, ne? Viele Leute legen ja immer Wert auf glowy, ich mag auch sehr glowy, gerade auch im Gesicht und Foundation und Grundierung und nach dem Sonnenschutz und so weiter, ich mag das sehr, aber es muss nicht immer sein und ich kann mir auch vorstellen, dass auch ihr nicht alle immer dieses glowige, speckige gerne habt, sondern auch einfach mal eine ganz normale Body Lotion braucht, die schnell einzieht, eure Haut pflegt und einfach normal gut ausschaut. Und das ist auf jeden Fall diese hier von Mixer. Die ist ganz, ganz toll. Dann wollte ich euch noch das zeigen. Das ist auf jeden Fall das Gegenteil. Das ist von NYX, das Öl, Körperöl. Ihr könnt es aber auch benutzen für Face, Body und Hair. Für Haare und Gesicht kann ich mir das nicht so vorstellen, weil es auch hier ganz viel Schimmer hat. Das habe ich mir in Nizza gekauft, als ich in Cannes war. Nizza am Duty Free. Am Flughafen und das liebe ich halt, gerade für besondere Anlässe. Ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt im Sommer auch auf vielen Partys und Festen und Events unterwegs sein werdet, was vielleicht auch draußen stattfindet, wo man sich auch einfach anders kleidet, vielleicht offenere Kleidung trägt, mehr Haut zeigt und da kann ich euch nur empfehlen, es macht so viel aus, es ist nicht nur das Outfit und das Make-up und die Haare, sondern insgesamt, wie schaut eure Haut aus? Schaut sie schön gepflegt aus? Ist sie glowy, ne? Oder zumindest mal das Dekolleté, die Arme oder so? Da kann ich euch das sehr, sehr, sehr empfehlen. Entweder nehmt ihr eine reichhaltige Bodylotion, die euch auch diesen Glow hinterlässt, oder ihr nehmt zum Beispiel auch einfach dieses Produkt hier von NYX. Ich habe auch ein Öl ohne Schimmer, mag ich auch sehr zum Aufsprühen, liebe ich, nehme ich auch immer mit. Tolle kleine Verpackung, sehr schönes Packaging auch, wunderschönes Packaging und kann man eben toll mitnehmen, ist eine Glasflasche, sollte man vielleicht aufpassen, aber das Produkt ist wirklich mega. Dann, welches Produkt auch mega ist, mein neuer Holy Grail, wirklich, habe ich vom letzten Monat eben im DM entdeckt und zwar die Pelin, das ist auf Instagram eine Creatorin, hat mal das empfohlen in ihrer Story und habe ich mir gedacht, oh, probiere ich mal aus. Und zwar sind das von DM, Sundance, selbst ein selbstbräuner Konzentrat. Und das hat hier, das ist einfach so ein gutes Produkt. Das funktioniert so, ihr drückt drauf, es saugt sich ein und dann hat es hier diese Pipette und dann kann man das so wieder rausbekommen. Ich verwende einen vollen Pump abends mit meiner Abendpflege. Ich gebe meine Abendpflege drauf, dann diesen vollen Pump, verteile das, gebe das auf mein Gesicht. Das habe ich auch jetzt gerade drunter, vielleicht sieht man das nicht. Und es macht einen wunderschönen Teint. Ihr könnt es auch aufbauen. Manche benutzen das morgens mit ihrer Tagescreme zum Beispiel. Ich habe dann mit euch auch geschrieben, mit denen, die das auch haben. Ich habe ja schon auf Instagram darüber geschwärmt, wie toll das ist. Und eben jeder macht es anders.
Und für mich ist es die optimale Anwendung mit meiner Abendpflege. Dann lasse ich schön einziehen, ich gehe schlafen, es schmiert nirgends und ich stehe morgens auf, habe einen schönen Ton und kann mich gleich schminken. Und das macht mich sehr happy, Leute. Das macht mich so happy. Vergesst nicht, eure Hände zu waschen. Wenn ihr das aufgetragen habt, dringend Hände waschen, damit es hier nicht irgendwie hängen bleibt und am nächsten Tag unschön ausschaut. Aber es ist so toll, es funktioniert so gut. Und ich bin so dankbar, dass wir sowas einfach in der Drogerie haben, dass es wirklich so gut ist. Ne? Und falls ihr jetzt auch im Sommer euer Gesicht natürlich besonders schützen möchtet vor der Sonne und dann wird der ganze Körper dunkel und das Gesicht bleibt weiß, ist ja auch nicht so optimal. Da kann man mit so einem Selbstbräuner auf jeden Fall immer wieder nachhelfen. Kann man vielleicht so 2-3 Mal in der Woche wenden, um diese Bräune zu halten. Und es ist wirklich so gut. Hat keine Flecken, stinkt auch nicht. Also mega angenehm und so einfach auch in der Anwendung. Ne? Richtig gut. Und das Finish seht ihr aber erst am nächsten Tag, also nicht während ihr das auftragt. Das ist nicht wie so ein selbstbräuner Mousse für den Körper oder so, sondern das ist einfach ganz durchsichtig und am nächsten Tag seht ihr das schön. Also wirklich ganz toll. Dann kommen wir noch zu, ich habe noch 3 Produkte. Einmal nochmal Pflege und zwar hier einmal von Arco. Ich glaube, das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das Rescue Mist Face Hydration on the Go. Das ist so ein tolles Produkt. Das ist einfach Pflege, Feuchtigkeit on the go, wirklich zum Aufsprühen. Falls eure Haut sich über den Tag irgendwie so spannt, sich nicht gut anfühlt, sprüht ihr das darüber und es beruhigt richtig und pflegt richtig schön, ohne dass ihr schmieren müsst. Also falls ihr zum Beispiel schon geschminkt seid, könnt ihr das auch drüber aufsprühen. Das kann man so schön mitnehmen, auch im Urlaub, wenn man am Strand liegt, am Pool oder so. Ne? Wenn man manchmal so eine Trockenheit, Spannung so ein bisschen auf der Haut hat, so ein Gefühl, kann man immer drüber sprühen und es ist einfach mega schön, sehr pflegend, beruhigend, ganz tolles Wasser. Ich verwende das vor allem morgens und abends, wenn ich mein Gesicht pflege, denn da muss ich immer, also ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem, wenn ihr euer Gesicht pflegt mit Creme oder Serum oder Öl sogar, sollte euer Gesicht vorher unbedingt angefeuchtet werden, damit es besser einzieht. Also keine Pflege einfach auf trockenes Gesicht auftragen, kann man natürlich auch, aber sie zieht viel besser ein, wenn eure Haut vorher angefeuchtet ist. Zum Beispiel mit so einem Produkt. Ich wasche mein Gesicht, ich mache ein Double Cleansing, dann gehe ich noch mit einem Toner drüber, wenn alles trocken ist, sprühe ich das drauf und dann gehe ich mit Serum und Pflege darüber und es ist einfach perfekt. So habe ich eine perfekte Routine für mich gefunden und das ist wirklich das Rescue Mist, so, das ist eins der besten Produkte, die dafür einfach funktionieren. Und dann habe ich noch 2 Grundierungsfavoriten vom letzten Monat. Dieses Produkt habe ich noch gar nicht so lange, also es ist relativ fresh in meiner Entdeckungskiste und zwar ist das von L'Oréal Paris, die Magic CC Cream 5 in einem Anti-Redness, Skin, Anti-Rötungen, Hautoptimierer, okay. Vitaminkomplex B5 und E, 24 Stunden Feuchtigkeit spendend. Also, das ist eine CC Cream, eine Color Correcting Cream, das heißt, wenn ihr vielleicht mit Verfärbungen, Rötungen oder ähnlichem zu tun habt, wird euch eine CC Cream sehr helfen. Eine CC Cream unterscheidet sich zur Foundation, indem sie einfach ein bisschen leichter ist. Es ist mehr eine Pflege, die euren Ton ausgleicht, die eben auch Pigmente drin hat. Und das ist eine wirklich richtig gute CC Cream, muss ich sagen. Wirklich, ich hatte auch eine Kampagne dazu auf Instagram. Könnt ihr mal gerne schauen, auch wie das Finish so ist. Da habe ich in diesem Video tatsächlich auch nur das drauf, sonst gar nichts. Da könnt ihr ganz gut ein Vorher-Nachher sehen. Sehr natürliches Finish und passt auch natürlich zu mir und meinen Bedürfnissen sehr gut, weil ich, wie gesagt, mit so ein paar Flecken und Rötungen vielleicht um die Nase zu tun habe und vielleicht auch hier ein bisschen dunkler, wenn ich schlecht geschlafen habe. Und dann könnt ihr einfach nur diese Creme auftragen über das ganze Gesicht. Das macht auf jeden Fall den Ton viel gleichmäßiger, schöner und hat ein tolles Finish. Und für die von euch, die vielleicht auch ein bisschen natürlicheres Finish mögen, auch für den Alltag, mehr Pflege und Deko-Kosmetik wollen, irgendwie sowas in der Mitte, dann ist es wirklich toll. Kann ich mir selbst empfehlen, könnt ihr in der Drogerie benutzen. Was mir hier besonders gut gefallen hat, dass es tatsächlich auch eine richtig gute Deckkraft hat. Also es schaut natürlich aus, aber dennoch hat es genug Deckkraft für mich und meine Pigmentflecken. Und dann, so ein bisschen gegensätzlich, habe ich das hier vom Finish her, habe ich das hier entdeckt. Das habe ich euch gezeigt in einem Neuheitenvideo. Das ist von MAC Studio Fix Everywhere All Over Pen. Und das funktioniert hier so, indem man drauf drückt und dann kommt hier das Produkt raus. So schaut das aus. Ein bisschen ist rausgekommen, ja, könnte ich mal sauber machen. So schaut das aus.
Ziemlich cool, richtig coole Innovation. Die Anwendung funktioniert auch wunderbar, kann man auch wunderbar auch mischen, verschiedene Farben. Ihr könnt auch eine dunkle Farbe nehmen als Bronzer, eine helle Farbe als Concealer. Ich muss sagen, ich habe damit wirklich ausgiebig gespielt in meinem Video über die Neuheiten und ich bin damit richtig gut zurechtgekommen. Das ist aber ein Produkt vielleicht eher für öligere Haut, weil es so ein bisschen trockener ist. Es hat so viel Pigment, es deckt wirklich mega ab. Man kann damit wunderbar spielen, leichte Deckkraft vielleicht mit einer Pflege vermischen und dann als Grundierung, als eine Art Correcting Cream auftragen. Oder allein als Foundation zum Beispiel auch. Oder als Concealer oder als Bronzer. Oder einfach mischen, falls man die perfekte Farbe für den Ton nicht hat oder so. Einfach richtig gut. Richtig, richtig gut und hier liebe ich einfach die Deckkraft. Ich lege Wert auf Deckkraft, einfach wegen meiner Pigmentflecken. Finde ich ganz wichtig, also für mich ist das ganz wichtig und deswegen hat mir dieses Produkt letzten Monat wirklich sehr, sehr, sehr gefallen. Das war es dann auch schon mit meinen Monatsfavoriten. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich hoffe, es war spannend für euch. Vielleicht kanntet ihr auch noch nicht alles. Falls ihr irgendwas davon schon kennt und habt, lasst es mich unbedingt wissen, wie es denn euch gefällt. Und ich bedanke mich jetzt sehr fürs Einschalten und freue mich sehr aufs nächste Mal. Und bis dahin alles Liebe. Ciao.